Nachdem die Seiten und Böden fertig furniert und zugeschnitten wurden, kann ich jetzt damit beginnen, die Korben zusammenzusetzen. Das passiert mit kleinen Fräsungen, die immer an zwei Teilen genau gegenüberliegend gemacht werden müssen. Deshalb mache ich hier immer gegenüberliegende Markierungen und damit das Furnier nicht verschmutzt, klebe ich es vorher ab und mache die Markierungen auf dem Klebeband. Normalerweise benutze ich bei einfachen Schränken eine Lamellofräse. Weil die Schränke aber auf Gärung zusammengesetzt werden, sind normale Lamellos zu groß. Es gibt auch kleinere Lamellos, die würden aber auch weniger Halt bieten. Und selbst die kleinsten sind immer noch gerade so zu groß, um Verwendung zu finden. Ich nutze deshalb eine Dominofräse. Die ist in der Anwendung einer Lamellofräse sehr ähnlich, fräst aber keine Schlitze für Lamellodübel, sondern Langlöcher für Dominodübel. Dominos sind massiver als Lamellos und bieten dadurch mehr Stabilität. Durch ihre Form haben sie außerdem weniger Spiel. Die Verbindung wird so strammer. Es ist nicht immer gewollt, in diesem Fall aber von Vorteil. Der kleine Fräser hier vorne dreht sich nicht nur sehr schnell, sondern pendelt dabei auch noch hin und her. Und es gibt sie in verschiedenen Größen, auch welche, die für meinen Fall passen. Verbindungen, die nicht auf Gärung, sondern stumpf in der Fläche stattfinden, mache ich mit der Lamellofräse. Ich spanne mir dafür beide Werkstücke übereinander, sodass quasi eine Kante schon da liegt, wo sie später auch sein soll. Sagen wir, ich will diese beiden Platten so T-förmig miteinander verbinden. Dann klappe ich einen Teil so um und spanne ihn auf der anderen Platte liegend fest. Die Platte selbst dient mir jetzt als Anschlag. Und wenn ich dann zuerst in die Fläche und dann in die Kante fräse, passen die beiden Stücke danach perfekt zusammen und sitzen genau da, wo ich sie haben will. Nicht alle Verbindungen müssen mit Lamellos oder Dominos versehen werden. Dieses Teil soll später die Schublade in dem Schrank für Stative beherbergen. Die Gärung verleime ich direkt ohne zusätzliche Verbinder. Das geht etwas schneller und hält auch sehr gut. An den spitzen Gärungskanten kann es sehr leicht passieren, dass ein bisschen Furnier absplittert. Mit ein klitzekleines bisschen Leim und leichtem Druck lässt sich das aber wieder ankleben. Zwei Korben sollen einen Vollholzrahmen mit Glaseinsatz als Front erhalten. Die Rahmen werden mit einer Schlitz- und Zapfenverbindung auf Gärung verbunden. Die Holzstücke müssen hierfür umfangreich und sehr genau bearbeitet werden. Die Verbindung darf am Ende kein Spiel haben. Deshalb nutze ich sowohl Maschinen als auch Handwerkzeuge. Ich schneide dafür als erstes die einzelnen Ahornstücke auf ihr Endmaß zu. Die Schlitze habe ich auch an der Kreissäge gemacht. Dafür habe ich die einzelnen Teile hochkant durch die Säge geschoben. Davon habe ich aber keine Aufnahmen gemacht. Danach schneide ich die Schrägen an. Dafür einmal den Längsanschlag an der Formatkreissäge verstellt und dann eine Hälfte in 45 Grad abgeschnitten. Um die andere Seite anzuschneiden, muss ich den Anschlag noch einmal drehen. Wir haben leider kein Flachzahnblatt, sondern nur ein Wechselzahn.
weshalb in dem Schlitz noch einige Rillen überstehen. Die entferne ich noch von Hand und unterstemme das Ganze noch ein wenig. Das heißt, ich mache eine ganz leichte, kleine Vertiefung auf der Unterseite des Schlitzes, sodass der Zapfen später etwas mehr Platz hat und nicht übersteht oder hängen bleibt. Wir reden hier aber wirklich nur von einem halben bis einem Millimeter. Im nächsten Schritt sind dann die Gegenstücke dran. Hier war immer der erste Schnitt entscheidend. Er musste bei allen Teilen gleich sitzen, deshalb nutze ich dafür den Stopper am Längsanschlag. Die ganzen folgenden Schnitte sollen nur das überschüssige Material abtragen. Das gleiche mache ich dann auch noch mit den anderen Teilen auf deren Rückseite im 90-Grad-Winkel. Eigentlich erledige ich hier die Arbeit einer Fräse an der Säge. Nur um den Zapfen so tief ausfräsen zu können, haben wir keinen Fräser, der groß genug wäre. Wie schon gesagt, haben wir auch kein Flachzahnblatt. Das heißt, die geschnittenen Flächen sind jetzt noch nicht glatt. Um nicht alles komplett von Hand glätten zu müssen, nutze ich den größten Fräser, den wir haben und erledige somit zumindest einen Teil der Aufräumarbeiten an der Fräse. Den Teil, der von der Fräse nicht erreicht werden konnte, habe ich dann mit dem Grundhobel und Stemmeisen geglättet und wieder leicht unterstemmt. Und natürlich auch die andere Seite noch glatt gehobelt. Ich habe mich dabei Stück für Stück an das Endmaß rangetastet, bis alle Teile perfekt zusammenpassen, ohne zu klemmen und ohne von selbst wieder auseinanderzurutschen. Jetzt fehlt noch die Nut auf der Innenseite des Rahmens, die die Glasscheibe aufnehmen wird. Die Glasscheibe wird beim Verleimen gleich mit eingesetzt und sitzt dann fest im Rahmen, kann nicht mehr entfernt oder ausgetauscht werden. Dafür rüste ich die Fräse mit einem Nutfräser, quasi einem horizontal laufenden Sägeblatt, aus. Das Rüsten läuft dabei im Grunde gleich ab wie im letzten Teil. Fräser mit Zwischen- und Sicherungsringen auf die grobe Höhe bringen und befestigen, die Höhe fein einstellen, die Tiefe über den Anschlag einstellen, die Lamellen des Anschlags schließen. Und diesmal nutze ich nicht das Vorschubaggregat, sondern schiebe es von Hand mit einem kleinen Schiebeschuh durch den Fräser. Die Höhe des Fräsers ist so gewählt, dass die Nut genau die richtige Breite hat, wenn ich das Werkstück einmal drehe und ein zweites Mal durch den Fräser schiebe. Die Nut darf zumindest bei den Zapfen nicht einfach durchgehend sein. Das ergäbe ansonsten im fertigen Rahmen kleine Löcher.
Deshalb kann ich diese Nut auch nicht an der Kreissäge herstellen, sondern muss die Fräse nutzen. Man nennt diese Technik Einsetzfräsen, weil die Fräsung quasi mittig eingesetzt wird. Das Ganze ist etwas gefährlicher als eine normale, durchgehende Fräsung und braucht hinten eine Rückschlagsicherung und vorne einen Stopper. Die Rückschlagsicherung verhindert, dass das Werkstück vom Fräser erfasst und weggeschleudert wird. Und der Stopper hindert mich an meinem Drang, ständig Fehler zu machen und das Werkstück einfach komplett durchzuschieben. In die Nut klebe ich dann noch Vorlegeband. Das ist ein Klebestreifen mit einer kleinen Schaumstoffschicht. Es sorgt dafür, dass die Scheibe später fest sitzt und nichts wackelt oder klappert. Zum Anpressen in der Nut eignet sich ein Kombiwinkel ganz gut. Noch einmal getestet, ob alles passt und sich zusammenzieht, und dann kann ich den Rahmen verleimen. Ich habe dafür erst zwei L-förmige Teile zusammengesetzt und die beiden Teile danach zum fertigen Rahmen gefügt. So muss man sich nicht um vier Leimstellen auf einmal kümmern. Bei dem kleinen Rahmen habe ich trotzdem alle gleichzeitig verleimt. Die Größe lässt sich einfacher handhaben. Nach dem Trocknen und Ausspannen die Winkligkeit geprüft. Alles sitzt perfekt im rechten Winkel. Der große Rahmen soll jetzt noch eine kleine, abgerundete Nut auf der Oberseite bekommen. Sie dient später als Griffmulde, um den Schubkasten daran aufzuziehen. Die Nut stelle ich mit der Oberfräse her. Damit die nicht so kippelt, habe ich mir noch eine Leiste daneben gespannt, damit die Fräse eine größere Auflagefläche hat. Zwei Stopper habe ich mir auch noch gemacht, wieder damit ich keinen Fehler machen kann. Und zum Abschluss können die Rahmen jetzt geschliffen werden. Dabei verschwinden auch die letzten Unebenheiten und Absätze, die kleinsten Fugen werden verschlossen und alle Markierungen und Maschinenspuren entfernt. An einer Stelle war trotz Rechtwinkligkeit ein etwas größerer Absatz zwischen Schlitz und Zapfen. Hier habe ich mit dem Hobel noch ein bisschen Material weggenommen. Würde man das nur schleifen, wäre der Rahmen wahrscheinlich nicht mehr plan, sondern hätte eine kleine Delle an der Schleifstelle. Um das Glas nicht zu zerkratzen, habe ich ein Stück Papier mitgeschoben. Der kleine Rahmen soll mit dem kleinen Korpus mit Scharnieren befestigt werden. Den Korpus habe ich dafür einmal zusammengesteckt, verleimt ist hier noch nichts. Die Scharniere sollen in das Holz eingelassen werden, sodass sie bündig mit der Oberfläche sitzen. Ich positioniere sie also auf der Seite einmal genau und reiße mir das mit einem Markiermesser an. Meinen Grundhobel stelle ich dann auf die exakte Tiefe des Scharnieres ein. Dafür halte ich den einmal an den Grundhobel und halte noch einen 1-2-3 Block darunter. So kriege ich eine Ebene, auf die ich das Hobeleisen einstellen kann. Das Holz stemme ich dann erst einmal an. Das macht es einfacher, gleich alles zu entfernen. Also etwa jeden Millimeter einen kleinen Riss mit dem Stemmeisen gemacht. Und dann vorsichtig mit leichten Schlägen die erste Schicht ausgestemmt.
Tiefe des Scharnieres übertrage ich dann noch mit dem Streichmaß, hauptsächlich um die äußeren Fasern schon einmal zu durchtrennen. Und dann mit dem Grundhobel Stück für Stück tiefer ausgehobelt. Dabei gerade an den Rändern immer wieder mit dem Stemmeisen nachgeholfen. Die Ecken habe ich auf einer Seite auch noch abgeschlagen. Hier muss Platz für den Zylinder des Scharnieres sein. Und weil der Zylinder auch tiefer ist als der Rest des Scharnieres, muss hier auch die Aussparung noch etwas tiefer werden. Passt perfekt. Das gleiche muss jetzt nur an der Tür noch einmal wiederholt werden. Die Tür besteht hier aus Ahorn. Das lässt sich einfacher bearbeiten als Mahagoni. Hölzer lassen sich unterschiedlich gut sägen und stemmen. Je härter ein Holz, desto länger braucht man, wenn man es von Hand zusägen möchte. Für Schwierigkeiten sorgt aber eher die Tendenz eines Holzes zu splittern oder einzureißen. Eiche ist da ein bekannter Kandidat. Sie reißt sehr schnell, wenn man sie hobelt oder stemmt. Mahagoni ist nicht ganz so schlimm, aber doch relativ empfindlich. Ahorn wird gerne für Gesellenstücke verwendet, weil es sich sehr einfach bearbeiten lässt und kaum zum Reißen neigt. Es ist sehr feinporig, das begünstigt das Ganze. Man kann mit einem scharfen Stemmeisen hindurchschneiden wie mit einem warmen Messer durch Butter. Im nächsten Teil kann ich dann alles lackieren.